Comedy. Meine Freunde, wir sind hier im Potsdamer Platztheater in Berlin für Berlin im Zug exklusiv unterwegs heute. Hier kannst du mal kurz zeigen. Mega cool, weil heute Boybands Forever Berlin Premiere hat. Neben mir ist schon Aaron Carter, den kennen wir noch von früher, von den Backstreet Boys. Ich werde jetzt kleine Sequenzen von Boygroup-Songs ansingen und du musst sie vervollständigen. I guess now it's time. Oh, super, er kann es. Everybody. Yeah, yeah, rock your body, yeah, yeah, everybody, Backstreet's back, alright, woo! Mein kleiner grüner Kaktus. Yeah. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet und die Gäste müssen rausfinden, zu welcher Boyband diese Persönlichkeit gehört. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist natürlich Robbie Williams. Den habe ich noch nie gesehen. Kenne ich persönlich. Der hatte auch mal so Haare wie du. Sieht aus wie ein Bachelor, aber ich kenne ihn nicht. Kenne ich persönlich. Das ist Robbie Williams und der kommt von Take That. Kenne ich persönlich. Kennst du die Kelly-Familie? Ja. Die 12 Frauen? Nein, keine Ahnung. Wen kennst du denn? Justin Bieber? Ja. Das ist Antonio Banderas Cousin. Oh nicht. Moment. Nee? Der sieht gut aus, aber ich weiß nicht, wer das ist. Der Enrique Iglesias, aber ist er nicht. Nein. Kenn ich persönlich. Der sieht gut aus, aber ich weiß nicht, wer das ist. Der kommt mir bekannt vor, aber da weiß ich den Namen nicht. Den Jackson 5. Michael Jackson. Ja, das. Kenn ich persönlich. Das war Boybands Forever. Jetzt habe ich die Chance nochmal mit der Boyband Forever Boyband schön zu singen. I guess now it's time for me to give up. What? I think it's time. But I said whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Woo!